So Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Digimon World Das. Ja, heute habe ich mal was ganz Besonderes, habe ich mir was ganz Besonderes einfallen lassen, anstatt gleich die Quest von Grab Leomon zu machen, machen wir doch erstmal was anderes, beziehungsweise zeige ich doch erstmal was anderes. Und zwar etwas, das ich bis jetzt nicht gezeigt habe. Ich war da zwar, ja okay, what the fuck? Das wollte mich da jetzt nicht hinlassen. Ich war zwar hier schon zwei, dreimal, aber wirklich was gemacht habe ich hier nicht. Ja, das hatten wir glaube ich alles schon mal und dann wurde ich weggebasht von dem, der da war. Also, für diejenigen, die es nicht wissen, das ist, hier kann ich mich dann vom Tamer-Rang hochbringen. Jetzt bin ich gerade beispielsweise Normalrang, das kann man da oben sehen. Oberer Bildschirm unter meinem Namen, Tamer-Rang, Normal-Tamer. Ja, was ein bisschen blöd ist. So, ich habe mich ja hier schon mal in diese... Oh, scheiße. Ich habe mich hier schon mal versucht. Und ja, ich wurde weggehauen, weil ich zu wenig Schaden gemacht habe und zu wenig ausgehalten habe und. Aber diesmal ist es anders. Kann ich wetten. Kann es sein, dass meine Stimme anders klingt? Boah. Ja, ja, Nicole, die jetzt ein Tester ist für Normalthemer, die Bronze-Rang werden wollen. Also sowas für Leute wie mich. Ja, jetzt hinne. Weil, keine Ahnung, warum. Was ich aber schon mal ziemlich blöd finde, ist eigentlich, dass ein Magnadramon hat. Magnamon. Das sind die ja. So, die stehen ja sowieso gerade so perfekt. Also machen wir es doch gleich. Pit Crusher, yay! Boah. Ja, und dann greifen wir einfach mal weiter an. Können jetzt sonst nichts anderes machen hier. Okay, ich könnte auch ein paar Items benutzen, aber das würde nicht viel bringen. Und beide immer schön gleichzeitig angreifen. Ja, okay, finde ich gerade toll. War etwas im Mund. Ah, im Hals meine ich. Ja, im Mund habe ich auch etwas, und zwar eine Zunge. Und einen Gaumen. Magnamon ist jetzt schon weg, obwohl Magnamon eigentlich ein ziemlich starkes Digimon ist. Muss ich mal nebenbei erwähnen, aber okay. Das ist sowieso gerade das Beste gewesen. Ja, Schaden. Eins. Ja. Ich glaube, ich halte ein bisschen viel auf. Weiter. Level 31 kommen Sekten und Heiligen XP und ich habe gleich zwei Level Ups. Ja. Das Dark Lore, das tauschen wir mit was? Mann, meine Nase kribbelt. Boah, ich musste niesen, aber meine Nase wollte nicht. Okay. Tauschen wir mit Tiny Metal. Aber davor machen wir noch was anderes. Tiny Metal, ja. So. Schon mal die Skills in die richtige Reihenfolge gebracht. Gewinner Chess. Yay! Oh, ich habe verloren. Ich denke nicht, dass ich dafür geeignet bin, ein Überwacher zu sein. Wow, du bist stark. Gratulation. Wir haben jetzt beide den gleichen Rang. Lass uns hart arbeiten. Lass uns beide hart arbeiten. Yay! Congratulations, Bronze. Yay! Ja. Jetzt muss ich auch noch Papierarbeit machen. Ja, ist klar. Für den nächsten Kampf, das kostet mich jetzt 2000 und boah,
Das Geld habe ich nicht, komischerweise. Was mich irgendwie verwundert. So, dann gehen wir doch gleich mal für Grab Leomon in Thriller Ruins und suchen seine Knuckles da. Hä? Wer ist denn das? Hey, wer bist du? Bist du ein Freund von diesem Typen, der meine Freundin verletzt hat? Du wirst dafür bezahlen! Yay! Ich werde für andere Leute vermobbt. Finde ich toll. Vor allem, ich glaube nicht, dass mir Mamimon sehr viel ausmachen kann. Okay, hält ein bisschen mehr aus, als ich dachte. Aber nur ein bisschen. Gleich kommt sowieso. Bone Strike ist ein wirklich toller Angriff. Vor allem zweimal angreifen und viel Schaden, dann perfekt. Aber leider nicht für Mamimon. 400 Schaden ist nicht groß. Nekrophobie. Aha. Yay. Ich habe ja auch so viel Schaden bekommen. Ja, ich halte. Wie man sieht, halte ich jetzt eigentlich sehr gut aus. Von Angriffen her bis jetzt. Das wird ja noch alles kommen. Und dann muss man weitersehen. Ach, schade, Ogremon. Ja. Aber läuft doch alles ganz gut. Bis jetzt zumindest. Und ich habe das Gefühl, wir sind auch ziemlich weit am Ende. Also ungefähr drei Viertel des Spiels haben wir, glaube ich, schon hinter mir. So habe ich das Gefühl, mehr nicht. Mehr kann ich da auch nicht sagen, aber sollte schon so etwa da so sein, denke ich mal. Ach, scheiße, ist mir gerade aufgefallen. Ah, verflucht. Naja. Chaos Slash, okay. Geht auf 2, das heißt, ich kann. Ich glaube, ich behalte das lieber und tue Big Ice Blast weg. Aber natürlich erstmal wieder in richtige Reihenfolge bringen. Sonst noch was? Nee, das sollte sein. Ja, ich tue jetzt Big Ice Blast weg für Chaos Slash und ich behalte das Heilen lieber für Notfall. Ich bin immer noch schwach wegen meiner Verletzung. Diese Waffe gehört diesem Typen. Von woher sollte ich das wissen? Habe ich die jetzt oder was? Oh, Phantomon. Sehr nettes Digimon. Schauen wir doch mal gleich mal, wie viel Schaden ich mache. Und wusch, 390. Ja, okay, Phantomon hat wahrscheinlich auch keine Schwäche für Dings für Dunkelheitsangriffe, also ja. Yeah. Wahrscheinlich eher sowas wie für Feuer oder so. Man kennt das Ganze ja. Ja, und Phantomon ist weg. Jetzt muss ich dann erstmal schauen. Muss ich jetzt wieder zu dem zurück? Nein. Ich muss weitersuchen. Ja. Ein bisschen blöd. Aber man kann ja wohl nichts dagegen machen, also. Ja. Ja, was mir gerade eingefallen ist, sollte ich machen, bevor ich es vergesse. Und zwar den hier weiter digitieren. Das war schon der Fehler, dass ich es vorm Dings nicht gemacht habe, vorm Bronzekampf, weil da hätte ich auch schöne Erfahrungen bekommen. Da hätte ich das schon vorher machen müssen. Scheiße. Kann man aber nichts machen. Ernsthaft, kann man leider nichts machen.
Jetzt bin ich aber auch schon beim Namen angekommen. Gulfmon, das sieht auch ganz toll aus. Few Stats. Oha. Das sieht witzig aus. Schauen wir mal noch so ein bisschen rum. Notarumon, Etemon, Metall, Etemon. Nanimon kann gar nichts. Okay, nee, ich glaube, ich bleib lieber hier auf diesem Weg. So. Cressmon, auf welchem Level kann sich das digitieren? Level 50. Perfekt. Dann habe ich auf Level 50 ein Mega bei mir und dann. Genial. So, wie sieht's hier aus? Level 42, ja, da brauche ich noch einiges. Da brauche ich noch einiges. Oha, auf Max Level erstmal hoch. Ja. Level 34. Oh, der Angriff. Oh, Angriff muss hoch. Oh, oh. Sehe ich gerade zum ersten Mal. Okay, wahrscheinlich nicht, aber man weiß ja, wie es ist. Level 49, ja, da ist auch noch einiges. Auch sozusagen Max Leveln, dann könnte ich es auch digitieren. Equipment brauche ich jetzt gar nicht schauen. Was soll das jetzt? Wie komme ich noch mal weiter? Ich habe keine Ahnung mehr. Ja, den habe ich mir gerade eben geholt. Den ganz, ganz, ganz links. Den habe ich mir gerade eben geholt. Ja. Ja, jetzt sind da zwei auf dem Feld. Finde ich irgendwie toll. Oh, Confusion sogar. Das ist auch gut. Ein toller Nebeneffekt. Pummelwack. Das ist immer noch ein sehr schöner Angriff, wie ich finde. Der auch sehr schön viel Schaden macht. So, so, so. Ja, ich habe gerade irgendwie nichts zum Erzählen. Man merkt es, glaube ich, auch schon. Oh, 30 und 20. Das mit dem kritischen Treffer. Halleluja. Entweder macht sehr wenig Schaden oder ich halte sehr viel aus. Es ist wahrscheinlich das erste. Naja, und das zweite. Aber ich meine, es ist Level 45 und Ultra und gleich 8 Level hoch. Finde ich sehr schön. So. Ernsthaft, ich habe keine Ahnung, ob ich gerade richtig laufe. Ich weiß gar nicht, ob ich hier überhaupt irgendwas machen kann. Aber ich habe auch keine Ahnung. So, jetzt sind wir schon mit Veregarurumon. Sind wir jetzt auch schon bei Level 10. Sehr schön. Also wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob ich hier überhaupt lang muss. Ob mir das überhaupt was bringt, wenn ich hier lang laufe. Weil ich keine Ahnung mehr habe, wie ich auf die andere Seite gekommen bin. Aber das wird sich schon mit der Zeit geben. Und gleich wieder da. So, weiter geht's. Hier durch und noch ein Kampf. Level up für Veregarurumon. Yay! Und ich habe gerade gemerkt, er hat einen anderen Angriff als Bone Strike jetzt dabei sich. Okay, ist irgendwie logisch nach der Weiterentwicklung, aber ja. Ist mir irgendwie bis jetzt gar nicht aufgefallen und dann. Ja, blöd. Aber der Angriff ist gut. Der Angriff ist gut. So, der Kampf ist vorbei. Ich habe jetzt auch nochmal schnell Veregarurumon ausgerüstet und gleich im nächsten Kampf. So, der Kampf ist auch vorbei. Und ich habe Veregarurumon und Cressmon XP-Ringe gegeben. Veregarurumon hat Alpha und Cressmon hat den Beta, der sehr groß erhöht. Und wen haben wir denn da? Nochmal jemand. Wer bist du? Was tust du hier? Wir sind alle verärgert wegen diesem Typen, der hier am anderen Tag war. Wenn du einer von seinen Kumpeln bist, dann wirst du dafür bezahlen. Yay. Ich glaube, ich werde erstmal hierfür gar nichts bezahlen müssen. Also, ja. Der ist ein Level über dem anderen.
Ja, okay. Er wird dreimal erstmal getroffen von Wolfclaw. Sehr schöner Angriff, wie ich finde, aber das macht gerade ein bisschen wenig Schaden. Aha. Noch ein dritter Angriff. So viel hat er mit Bone Strike normalerweise mit einem Schlag gemacht. Aber ja, kann man halt nichts machen. Ist halt jetzt anders, da er niedriger das Level ist und so weiter und so weiter. Und seine Quip ist jetzt auch nicht gerade das Beste, aber aushalten tut er was. Aushalten tut das schon. Aber naja. Ach so, das ist dunkel, also ja. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber gut. Dann wundert es mich irgendwie wenig. So. Na, einen heiligen Digimon hätte ich hier voll den Vorteil. Das ist mein Ernst. Jetzt hätte ich hier wirklich voll den Vorteil. Also gegen die Typen jetzt, aber so glaube ich eher weniger. Es sei denn, es ist gut trainiert. Jahaha. So wie meine jetzt gerade eben halt. So bin ich dann irgendwann mal... Ey, drei Level-Ups? Alle haben die gleiche Zahl. Level 31, 31 und Level 13. Bloß ein bisschen umgedreht. Ein bisschen. Was ich ziemlich witzig finde, dass man hier wirklich viel Erfahrung bekommt. Dunkelheitserfahrung alles. Verdammt, du bist stark. Hey, du bist hier wegen... Weil du für die Waffe dieses einen Typen suchst. Die er verloren hat, richtig? Boldmon sollte es haben. Boldmon. Okay, aber dann war es schon mal richtig, dass ich hier runter bin. Also gleich wieder da. Um ehrlich zu sein, ich fühle mich hier in diesem Gebiet irgendwie gerade total unterfordert, weil ich alles mit einem Schlag wegmache. Ja, das lasse ich jetzt sogar drin, weil ich zu faul bin. So, ja, drei Viecher da und... Was machen wir da denn so Schönes? So, ganz zuerst Weilmon weghauen, das ist mit einem Schlag weg, ist auch das höchstlevelige gewesen. Yay, das hätte ja auch so einen Unterschied gemacht. Jetzt greife ich einfach mal so an und die beiden sind auch weg. Yay! Achterbahn! Mit ihrem Leben! Ja, und sehr viel XP bekomme ich für die auch nicht, also ist noch beschissener. Oh man! Ich glaube, danach bekomme ich einen Anruf vom Digivice, weil Digifarm Report oder Digi-Insel, ist egal. So, keine Lust jetzt mit denen noch weiter MP zu verschwenden. Also, mach's doch so. MP sparen. So ein bisschen, so etwas. Ja, ich sag ja, ich fühle mich ein bisschen unterfordert. Und XP ist auch nicht die Größe, die ich bekomme. Level Up für Veregarurumon, das hat man ja gesehen. Wie gesagt, die Farmbericht. Der ist auch schon da. Yay, jetzt kann ich da auch rein. Yay! Jetzt muss ich erstmal das andere Vieh finden. Das irgendwo sein sollte. Da kann ich zurück. Da kann ich irgendwo lang und da kann ich irgendwo lang. Schauen wir erstmal da unten. Was da wohl ist. Myotismon. Noch ein Veregarurumon. Und ein Mamimon. Ach komm schon, von Mamimon habe ich doch genug erledigt. Mann. Nee. Auch in der Level 43 auch ganz toll. Ja. Okay, das ist jetzt schon mehr was. Von einer Herausforderung als das andere, als die anderen Gegner mit Level 15, Level 22 und bah, das war dann schon viel zu wenig und schade, der hat noch überlebt. Naja, kann man wohl nichts machen. Pitcrusher und eins, nein, sogar daneben, auch gut. Gatling Bomb, okay, das ist sicherlich ein Treffer. Eins. Gleich so viel Schaden. Oh mein Gott, ich muss aufpassen, dass ich nicht verreck. Ein kritischer auch noch. Boah, hätten die nicht als kritischen vielleicht zwei machen können?
Finde ich auch witzig. Ein kritischer Treffer und dann, ja, eins. Da denke ich mir auch jedes Mal nur, what the fuck, was für ein kritischer Treffer. Hätten die genauso machen können, dass sie nicht treffen, das wäre auch selber rausgekommen. So. Aber zumindest ist es etwas mehr von einer Herausforderung als die anderen Gegner. Ja, meine 20 Minuten sind jetzt eigentlich schon vorbei. Deswegen werde ich auch hier am Ende des Parts dann auch auf Wiedersehen sagen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Viel Spaß mit auch, was auch immer ihr auch macht. Bestimmte Sachen will ich jetzt gar nicht wissen. Also auf Wiedersehen, Leute.